das ist halt das Ding. Je ernster du das nimmst, desto schlimmer wird das. Und ich, also Deutschrap versteht einfach keinen Spaß. Verstehst du? So, das ist das Ding. Und hinter deren Aussagen ist relativ wenig. So. Es wird nur gedisst, wenn du weißt, dass rückentechnisch hier das und das abgeklärt ist. Also es wird niemand gedisst, wo du weißt, ah, okay, der könnte mir eine Schelle geben oder so. Es ist wirklich nur im Vorfeld sogar, ich war live dabei, also ich will jetzt keinen Namen hier nennen, aber als jemanden angerufen hat und gesagt hat, Bro, ich diss jetzt auf den Song den und den, ihr seid eh nicht mehr zusammen, oder? Nee, nee, kannst dissen. Ah, okay, danke, Bro. Da war der Moment so, wo ich mir selber gedacht habe, ne, also da bin ich raus. Ich sage nicht, dass ich krass bin oder sonst was. Ich date walks mit meinen Kindern. So. Ich will aber, so wenn ich Vater bin, nicht Teil von sowas sein. Ich will einfach frei sein. Und ich glaube, da bist du nicht frei. Und deine Entscheidungen sind auch nicht frei. Du bist so gebunden, du gehst in so einen Teufelskreis. Und ich will diese Rapper gar nicht schlecht reden. Das sind wirklich zu 90% sehr gute Jungs, die einfach auch gefickt sind mit der Zeit, so, weil die können auch nicht anders, weil je mehr Geld du hast, desto mehr Sachen du besitzt, desto mehr Neider hast du, desto mehr Leute hast du, die dir drohen, die dir folgen und alles Mögliche. So, ich habe selber sogar, also ich bin jetzt in diesem Studio von, keine Ahnung, Utrecht hier alleine gekommen mit Flugzeug und ich gehe auch allein nach Hause, so. Aber das ist ja nichts Besonderes. Allein, dass wir darüber reden müssen, ist traurig, dass man alleine hier hinkommt und sonst was. Aber dass die es nicht dürfen, beweist ja, wie korrupt die Gesellschaft eigentlich ist. Verstehst du? Die